Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Shattered World mit dem Olli. Guten Tag. Der Olli hatte eine gute Idee. Er hatte ein anderes Wort dafür verwendet, das würde ich nicht dafür verwenden. Das war eine dumme Idee. Das ist komisch, nee, das ist nicht in Ordnung. Ich will durch, nein. Nein, du. Ja, also ich gehe mal ganz kurz an unsere Schmelze. Oder wir gehen mal ganz kurz schlafen, Olli. Da draußen ist so viel los, ich habe Angst. Und ich habe keinen Schlafsack. Mist, der ist im System. Oder in meinem Rucksack. Da liegt er gut. Dann haben wir im Rucksack. Rucksack. Da haben wir zwei Sleeping Bags sogar drin. Okay, nehmen wir den. Gut. Ich hätte mir auch ins Bett legen können, verdammt. Okay. So. Dann schauen wir mal, ob wir das jetzt hier basteln können. Wie gesagt, der Olli hatte da eine interessante Idee für einen Eingang in das innere Kabelchaos. Nein, ist kein Chaos. Natürlich nicht. Oder vielleicht doch? Pressure Plate haut das nicht hin. Wer haut mich? Du! Geh weg! Du bist doch bloß wieder ein Überbleibsel von irgendeinem Event. Weg mit dir. Klatsch mir nicht schon wieder mein Inventar voll. Aluminium haben wir da, aber kein Aluminium Brass. Gut, dann müssen wir es einschmelzen. Dann werde ich mir aber gleich auch hier den Casting Table klauen. Wir sollten hier echt mal ein paar Tables und so ein Zeugs basteln. Das hin und her geschleppt ist irgendwie ein kleines bisschen blöd. Aber egal. So. Dann mal nach da oben. Ach, wir haben ja sogar ein Table da stehen. Na gut. So. Ist hier auf off. Sehr gut. Dann können wir hier mal ganz kurz. Haben wir auch noch drin. Zweimal Aluminium Brass Ingots. Und wenn es dann mal durchgeschmolzen ist, können wir uns Platten. Moment. Die Platten werden einfach hier genau in das leere Casting Table. Gut. Haben wir schon da. Komm, zieh es raus. Zwei Platten bitte. So, und das andere packen wir gleich wieder unten in die Kiste. Dann kann man es nicht vergessen im Inventar. Das da rein. Und das da rein. Und das da rein. Das da. So. Dann schauen wir, ob wir das zusammenbasteln können. Ich denke aber schon. Wir müssen eigentlich alles da haben. Nach den zwei Platten. Nur der Cast. Ja, ja, habe ich schon. Ich habe zwei Stück gemacht, falls wir eventuell doch den Extended brauchen. Am Ende brauchen wir eh vier Stück. Ja, das ist klar. Wir probieren es mal mit der normalen Drawbridge. Oh, uns fehlt noch ein Aluminium Brass. Was? War denn nicht vorhin noch mehr? Hast du irgendwo? Hier ist das Rezept schon drin. Ach so, das ist hier das Rezept schon drin. Dann muss ich aber hier mal das Terminal clearen. Weil dann haben wir das Material wenigstens wieder. Mach das Terminal auf. Mach auf. Danke. So, Terminal clearen. Dann können wir hier. Und dann können wir hier den da reinlegen. Bitteschön, Olli. Nimm raus. Probieren wir mal. Mehr. Soll ich rausnehmen? Ich kann rausnehmen. Egal. Dann. Bitteschön. Blöpp. So. Jetzt ist natürlich die Frage, sind uns die zwei Türen im Weg? Ne, ist erstmal egal. So, das Ding hat ein interessantes Interface. Factory-Blöcke. Die sollen nach unten zeigen. Ja, genau. Genau. Kann man reingehen, kann man rausgehen, kann man die Tür wieder zumachen. Klemmt. Mist. Klemmt. Guck, guck. Gewagtes Spiel. So, ja. Scheint aber so zu funktionieren. Ja, doch. Ich hatte vorher den Wunsch, eigentlich Pressure Plate hinzumachen, aber. Du kannst doch die Drawbridge in die andere Richtung machen. Obwohl, Sekunde, man konnte auch von den Türen auch das Redstone-Signal abschalten. Ja. Wie? Mit dem Redstone. Ja, nee, man kann nur erzwingen, dass es braucht. Eine normale Tür öffnet sich immer mit Redstone. Hm, okay. Gut, aber der Schalter oben ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? Hm.
Ja, ich weiß, es ist noch nicht optimal. Ist okay, ich hab's verstanden. Du kannst ja einen Player-Detektor machen. Falls ein Player davor steht. Genau davor steht. Da ist was drin. Glaub nicht, oder? Nee, in dem nicht. Player-Detektor von Draconic Evolution. Ja, und da ist einer im System, glaube ich, drin sogar. Da ist einer drin, genau. Cool. Ah, du hast schon, okay. Nicht, dass du damit jetzt die Remote-Teile ausschaltest. Den dürfte, glaube ich, Redstone egal sein. Server muckt hier. Server, was willst du? Also, Backup. Über Ecke Redstone geht, glaube ich, nicht. Ach, manchmal. Entschuldigung. Kommt vor. Es liegt in der Uhrzeit. Ah, nee, ich weiß, ob ich Eck habe. Ich muss noch inventieren. Konntest du es nicht im Player-Detektor sogar? Keine Ahnung, hier gibt es keine Option, keine GUI, man kann nur eine Range verstellen. Die Range ein bisschen kürzer. Aber wir müssen jetzt bei Signal runterkommen. Der mag es halt nicht direkt dran. Dann bestimmt hier noch irgendwo ein Inverter. Ich dachte jetzt erstmal an Konduit zum Testen. Du kannst auch erstmal eine Lampe dranhängen zum Testen. Die ist inverted. Scheint kein Unterschied zu machen. Ob das Ding runterkommt. Ja, gut, okay. Ich wollte ja nur irgendwas, dass man irgendwas sieht. Ja. Drunter stellen ist gefährlich. Ja, da hat sie was getan. Okay, es ist falsch herum. So, und was hast du jetzt gemacht? Du hast jetzt ein... Redstone-Conduit genommen. Interessant, es ist mit nichts verbunden, aber es funktioniert trotzdem. Ist egal. Man muss das nicht alles immer verstehen, ne? Inverter war gar nicht mal so schlecht. Ja, ne? Mal gucken, ob der Olli den Inverter meint, den ich meine. Weil da gibt es ja auch ein paar. Die Invert-Cell? Das ist aber ganz schön Monstrum-Apparat, du. Ah, das ist dann ein Not-Gate, nicht ein Inverter. Wenn kein Signal anliegt, dann soll das Ding offen sein, ja? Das ist ein Not. Ja. Da musst du noch eins einstecken von der Bioethanol-Verarbeitung. Okay. Nehme ich das mal zum Testen. Genau, einen vollen Block, dann kann man das auch schön hinsetzen. So, wenn man jetzt nah genug rangeht. Okay, es wird dunkel, aber leider nicht um die Ecke. Ach, das Ding ist noch falsch rum dran. Ein Screwdriver hast du nicht zufällig einstecken? Ich gucke mal in meine Tasche. Screwdriver in der nicht. Dann schauen wir mal in der anderen Tasche. Eine Sekunde, den habe ich schnell gecraftet. Dann habe ich auch mal einen. Nee, ich habe in meinen Taschen zumindest sichtbar keinen. Ach. So. Und wenn wir weit genug weg sind? Nö. Jetzt bleibt's immer offen. Ah, ja, Sekunde, ist nochmal so rum. In. Out. Ah. Ein bisschen nervig, wenn mir jetzt Crafting dran geht, geht das auch sofort hoch. Deswegen die Range noch ein bisschen Range reduzieren. Auf 2. So da. Wenn ich jetzt direkt davor stehe. Na, ein mehr noch.
Nö. Na? Na, das mit der Range ist ein bisschen. Ich bin jetzt schön weit weg, dass ich dich ja nicht beeinflusse. Na doch, 4 muss es schon sein. Jetzt aber hier auch auf. Mhm. Und wenn du das in den Block einbaust, auf dem du stehst, und dann die Drawbridge von unten hochschiebst. Dann reagieren die Türen wieder. Ja, und dann haben wir noch das Problem, wir haben ja keine Tiefe nach unten. Nee, das geht auch wieder nicht. Einen anderen Detect. Ja, das ist noch nicht optimal. Okay, aber es war zumindest schon mal eine sehr interessante Idee. Wir haben hier einen Detektor. Wir haben sogar noch einen Advanced Player Detektor. Sollen wir den vielleicht mal ausprobieren? So crafting-mäßig sieht das übersichtlich aus. Ja. Wenn wir noch Wither Skeleton Skulls irgendwo noch rumfliegen haben. Mit Sicherheit. Ups. Ja, da ist einer. Ich lege ihn mal ins System. Schwupp, drin ist er. Na, wo war er? Da. Das müsste eigentlich dann passen. Ender brauchen wir noch 2 Stück. Und ich gucke mal nach alternativen Schlafplätzen, weil irgendwie ist es hier unten dann zum Schlafen langsam ungemütlich. Wir haben doch oben noch Betten. Ja, das schon, aber die. Die nutzt ja keiner. Ja, aber meistens halt hier unten war. Und kann man in den Betten auch schlafen, weil das sind Deco-Craft-Betten? Ja, man. Klar. Okay. Hä? War jetzt schon wieder Nacht oder täusche ich mich da schon wieder? Hast du den Kopf schon reingelegt? Ja, ja, ich lieg schon drin. Den Wizard-Kopf meine ich. Ja. Wieso sehe ich den nicht in dem System? Ich hatte ihn reingelegt. Ich finde keinen. Ich hatte ihn hier reingelegt. Ganz sicher ein Wither Skeleton Skull. Ja, habe ich reingelegt. Ja gut, dann gehe ich mal zu der Farm da drüben. Da müssten ja eventuell noch welche rumliegen. Ich fliege aber wieder falsch rum wahrscheinlich. Spielt keine Rolle. Können wir uns mal wieder umschauen, was hier nicht so alles schon wieder entstanden ist. Jedes Mal faszinierend. Immer wieder steht irgendwas anderes hier rum. Ach ja, Olli, wir haben schon vor 2 Folgen versprochen, dass wir erzählen, was du da noch dazu gebaut hast. Und keiner hat es erzählt. Ja, ich muss mal noch machen. Ja, ist jetzt auch nichts besonders Aufregendes. Ja, trotzdem. Ist ja noch nicht mal fertig. Wir haben gesagt, wir zeigen es, also sollten wir es auch zeigen. So, wo haben wir es denn? Dreimal drumherum geflogen und da haben wir das Auge. Die Augen. So. Na. Komm, geh auf. Sein Tor mag mich nicht. Oder ich bin zu dämlich, es zu verwenden. Das kann beides sein. So, da steht ein Energy Infuser, Restekiste. Nein, da haben wir es nicht drin. So, ich bringe mal gleich ein paar mit. Der Vorsicht halber. Sie wieder verschwinden sollten. Ja, wer weiß.
Aber ich habe den Videobeweis. Haha. Das waren bestimmt kleine Kobolde, die Wither nicht mögen. Die haben uns garantiert den Kopf geklaut. Sicherheit. So. Ich habe es reingelegt. Du müsstest es jetzt theoretisch rausnehmen können. Möchte auf mich. Dann darf ich. Eigenartig. Ich darf heute nichts mehr machen. Bitteschön. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, wenn ich irgendwas ins Crafting Grid reinlege, dann darf es nur ich rausnehmen, der das letzte geholt hat. Jetzt hatten wir eine kleine Kuh dran. Und ein Invert. Dann könntest du es ja anstatt des Factory Blocks, der drüber ist, mal versuchen. Weil dann ist vielleicht das mit der Range auch einfacher einzustellen. Hat sogar Camouflage. Na wunderbar, was willst du mehr? Nummer 3, Inverted True. Was nö. Camouflage noch rausmachen. Jetzt ist kein Redstone-Signal. Jetzt ist es. Oder jetzt hat er zumindest einen Player erkannt. Ja. Der mutiert nicht. Es kann ja auch sein, dass der das bloß wieder zur Seite ausgibt. Output inverted false. Output inverted true. Er schaltet ja nicht mal. Also die Entfernung war gar nicht schlecht. Ja, jetzt muss man direkt runterstehen, das ist blöd. Na, 3 wird er brauchen. Ja. Genau, dann stehst du aber auch wirklich davor. Aber der von der Seite. Wir haben doch drüben. Wir haben ich doch bin noch nicht überzeugt. Wir haben doch drüber Platz, oder? Ja. Dann setz ihn doch eins höher. Und mach ein Redstone-Kabel dazwischen. Zum Testen, warum nicht? Wir sind ja hier in der Spielwiese. No risk, no fun. So, eins. 3. Ja, 4 würde ich jetzt sagen. 4. 2. Ich hätte fast getippt, er gibt nicht nach unten ab, sondern zur Seite. Ja. Moment, kurz wegmachen. Einen weniger vielleicht noch oder so. Drücke doch noch unten aus. Drei holt es wieder nicht hin und 4 ist zu viel. Ja. Das ist komisch. Ich probiere es nochmal mit 3. Wenn man genau davor steht. Geht er nicht runter. Mist. Ja, irgendwas kann da nicht hinhauen. Das sind noch 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke eigentlich. Die. Wenn wir mal Range 5 machen. Ich bin schon am Abbauen. Also. Jetzt hat er es mal geklaut. Also, du bist es jetzt mal andersrum probieren, okay? Die Türen gehen auf und zu. Ja. Das haut so auch nicht hin.
War er invertiert oder war er nicht invertiert? Egal, wie rum, die Türen gehen ja auf. Spielt keine Rolle, ja, okay, hast recht. So rum oder so rum ist es falsch, ja. Schwieriges Konstrukt. Obwohl es eigentlich so einfach sein sollte, ne? Nochmal eine Nacht drüber schlafen. Aber die Idee ist, glaube ich, klar, die wir vorhaben. Irgendwie wollen wir ja schließlich auch an unseren Kabelverhör rankommen. Und das vielleicht nicht ganz so offensichtlich. Ein Schalter war nicht schön genug. Ja gut, dann müssen wir halt mit dem Player-Detektor oder mit irgendwas in der Richtung rumspielen. Spielt keine Rolle. Ja. Wir haben hier noch einiges zu basteln, zu tun, zu werkeln. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, ein Like, ein Plus 1. Ihr könnt auch gerne Kommentare schreiben, die lesen wir gerne, beantworten wir gerne. Ansonsten bleibt mir nur noch eins zu wünschen, habt noch eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut, tschüssi. Tschüss.